Bonus-Kurzgeschichten. Ein Gerücht unter den Abenteurern. Eines Abends saßen mehrere Abenteurer in einer Taverne in Parz und tranken ein paar Bier, nachdem sie von ihren jeweiligen Quests zurückgekehrt waren. Die anwesenden Gäste setzten sich hauptsächlich aus Abenteurern der Ränge E, Anfänger, und D, so gut wie erfahren, zusammen. Ein etwas schmutziger Mann in einer Lederrüstung drehte sich um und begann ein Gespräch mit einem Mann, der mit ihm am Tisch saß. Hey, hast du schon von dem Gerücht gehört, dass ein verrücktes Monster im alten Schloss der bösen Geister aufgetaucht ist? Der andere Mann nahm einen Schluck von seinem Bier. Ah, schon wieder dieses Thema, antwortete er lustlos. Warum sprichst du es jetzt an? Das Gerücht kursiert doch schon eine ganze Weile, oder? Ach so, du hast es schon gehört, seufzte der ledergepanzerte Mann und ließ die Schultern sinken. Offensichtlich hatte er gedacht, das Thema wäre ein interessanter Gesprächseinstieg. Du sprichst von dem Ritter des Schwarzen Geistes, richtig? Der, zu dem mehrere Leute aufgebrochen sind, um ihn zu bezwingen, von dem sie aber nie zurückkamen. Ja, ja, den meine ich. Fast alle Abenteurer, die es versucht haben, waren im Rang D. Der Ritter des Schwarzen Geistes selbst soll auch im Rang D sein. Ist es also nicht seltsam, dass es bisher niemandem gelungen ist? Nun, was ist, wenn es der Kerkerboss ist oder so? Es ist doch schon eine ganze Weile her, dass Ulde den letzten besiegt hat, nicht wahr? Vielleicht. Aber es ist schwer, irgendwelche Schlüsse zu ziehen, wenn keiner der Zeugen lebend zurückgekommen ist. Soll ich versuchen, einen Blick darauf zu werfen, was meinst du? Plötzlich drehte sich ein fröhlicher Mann mit einem Becher Bier in der Hand von seinem Platz an der Bar um und mischte sich in das Gespräch ein. Oh, ihr redet von der alten Burg der bösen Geister. Ich habe gehört, dass es heute endlich jemand zurück in die Gilde geschafft hat. Wow, ist das dein Ernst? Vollkommen ernst? Obwohl, na ja, ich habe es nur von meinen Gruppenmitgliedern gehört. Angeblich war es eine dreiköpfige Gruppe, von denen es zwei lebend zurückgeschafft haben. Wie ihr schon vermutet habt, hat der Bericht bestätigt, dass sich der Schwarzgeistritter im tiefsten Raum des Verlieses befindet. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Mutantenart. Die beiden Abenteurer, die sich nur am Klatsch und Tratsch erfreut hatten, schauten überrascht, als sich ihre zufällige Vermutung als wahr herausstellte. Sie waren kurz davor gewesen, die Reise selbst anzutreten. Mann, heißt das dann nicht, dass das Monster Rang C oder B hat? Darauf lasse ich mich nicht ein, nein, Siri. Aber hör dir das an. Aus irgendeinem seltsamen Grund greift dich dieser mutierte Schwarzgeistritter angeblich nur an, wenn du ihn zuerst angreifst. Was? Wie kann das sein? Wenn ich das wüsste. Was ist, wenn er intelligent ist? Nun, das ist unwahrscheinlich. Es ist unmöglich, dass ein so hochrangiges Wesen so nahe bei Parz auftaucht. Hahaha. Ich weiß, nicht wahr? Wenn überhaupt, dann waren die Überlebenden wahrscheinlich so nervös, dass sie die Situation falsch eingeschätzt oder sich falsch erinnert haben. Hey, wer kann das schon sagen? Oh, richtig, rief der Mann am Tresen, der aussah, als hätte er sich gerade an etwas erinnert. Dabei fällt mir ein, dass ich noch etwas anderes gehört habe. Kurz bevor die Überlebenden eintrafen, machten sich ein paar Abenteurer auf den Weg, nachdem sie den Unterwerfungsauftrag angenommen hatten. Was für ein schlechtes Timing! Wer sind denn die Unglücksraben? Es war offenbar ein Neuling, der gerade in den Rang E aufgestiegen war, zusammen mit Keschal und seiner Gruppe. Als Keschals Name fiel, bekamen die beiden anderen Abenteurer einen unangenehmen Ausdruck auf den Gesichtern. Musste es ausgerechnet Keschal sein? Dieser Neuankömmling kommt nicht zurück, so viel ist sicher.
Keyshal kann vielleicht tatsächlich den Ritter des Schwarzen Geistes besiegen, aber um den ranken sich doch eine Menge dunkler Gerüchte. Er wird nicht umsonst der Newcomer Crusher genannt. Nicht, dass ihm das jemand ins Gesicht sagen würde. Was die Reukraft angeht, ist er wahrscheinlich stärker als Uldi, nicht wahr? In letzter Zeit gab es viele Fälle von Neuankömmlingen, die Keyshal auf Quests begleiteten und nicht mehr zurückkamen. Es wurde berichtet, dass sie alle durch Überraschungsangriffe von Monstern oder unerwartete Unfälle in Kerkern ums Leben kamen, aber die Zahl der Vorfälle war viel zu groß, um ein Zufall zu sein. Auch die Mitglieder von Keyshals Gruppe waren von unbekannter Herkunft. Fast alle Abenteurer in Parts taten ihr Bestes, um die ganze Gruppe zu meiden. Aber die Sache ist die, dass der Neuankömmling dieses Mal ein ganz anderer ist als die anderen. Er hat sich die ganze Zeit allein durchgeschlagen, aber fast alle Quests, die er angenommen hat, waren einen Rang höher. Er hat 10 aufeinanderfolgende Quests gemeistert und ist jedes Mal ohne einen einzigen Kratzer zurückgekehrt. Ich habe geflüstert, dass auch der Gildenmeister ein Auge auf ihn geworfen hat. Mit einen Rang höher, meinst du Rang E, richtig? Im Gegensatz zu Rang F muss man sich bei Rang E-Quests mit Feinden auseinandersetzen, die in Gruppen kommen. Moment mal, er erledigt sie im Alleingang und kommt ohne einen Kratzer zurück. Seid ihr sicher, dass er Rang F hat? Was, wenn er am Ende sowohl Keyshal als auch den Schwarzgeistritter besiegt? Hahaha. Das würde nicht einmal er schaffen. Oder doch? Die Abenteurer schluckten ihre Getränke hinunter. Ah, ihr redet von dem Neuankömmling. Ich habe ihn vorhin gesehen, wie er sich mit Angechan vom Empfang angefreundet hat. Was? Ist das euer Ernst? Igitt, lass meinen Hals los, Alter. Verdammt nochmal. Und ich war so ein Fan von Angechan. Ist das so? Naja, hey, es ist ja nicht so, als würden sie jetzt miteinander ausgehen oder so. Angechan. Die lebhafte Unterhaltung der Abenteurer, die auf Gerüchten und Vermutungen beruhte, ging bis tief in die Nacht hinein. In nicht allzu ferner Zukunft würde ein weiteres Gerücht geboren werden. Das zum neuesten heißen Thema unter den Abenteurern in der Taverne werden würde, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Gerards Tagebuch. Es ist nun einige Wochen her, dass mein König eine Sklavin gekauft hat, ein junges Elfenmädchen namens Ephil. Als sie sich das erste Mal trafen, war sie noch schwach und zerbrechlich, aber seitdem hat sie eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Im Folgenden finden Sie das Protokoll, das ich aus familiärer Liebe zu diesem Mädchen, das das perfekte Alter hat, um meine Enkelin zu sein, erstellt habe, um ihre Entwicklung zu verfolgen. Zweiter Tag nach Ephils Kauf. Obwohl sie geputzt wurde und eine Dienstmädchenuniform bekam, war ihr Körper immer noch zu schwach und gebrechlich, um manuelle Arbeit zu verrichten. Es gab keine andere Lösung, als weiterhin die ausgewogenen Mahlzeiten von Claire zu essen und ihren Körper langsam wieder aufzubauen. Heute gingen wir los, um Kleidung für Ephil zu kaufen. Offenbar hat sie vor, sich in Zukunft selbst zu nähen, was sie wirklich tragen möchte, und das, was wir heute ausgesucht haben, soll sie bis dahin nur überbrücken. Meister, bitte wartet auf mich. Egal, wohin sie gingen, Ephil blieb immer hinter meinem König wie ein kleines Hündchen. Als er das bemerkte, nahm mein König ihre Hand, woraufhin sie in einem wahrhaft unschuldigen Anblick plötzlich ganz rot wurde. Wenn ich sehe, wie junge Leute ihre Jugend genießen, erinnert mich das wirklich an früher. Ich könnte sie den ganzen Tag beobachten. Dritter Tag. Mein König besuchte zusammen mit Ephil die Abenteurergilde. Wie vorher besprochen, würde sie sich dort als Abenteurerin eintragen lassen. Das mag sich aus meinem Mund etwas seltsam anhören, aber nachdem ich meine Unterwerfungsaufgabe erfüllt hatte,
wurde mein König von allen in einem neuen Licht gesehen. Und warum sollte er das auch nicht? Ein Abenteurer des Rangs B ist jetzt sozusagen der beste Abenteurer in Parts. Der Konkubinenanwärter, der den Empfang in der Gilde besetzt, hat das gesagt. Es dauerte nicht lange, bis die Registrierung ohne Pannen abgeschlossen war. Allerdings sah die Empfangsdame sehr überrascht aus, als sie Ephil zum ersten Mal neben meinem König stehen sah. Werden sich die beiden etwa um ihn streiten? Das dürfte interessant zu beobachten sein. Nach der Anmeldung nahm mein König Ephil mit auf das Übungsgelände der Gilde, um ihre Fähigkeiten mit dem Bogen zu testen. Zielt auf die Mitte des Ziels. Meinst du, du schaffst das? Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde es versuchen. Ephil sah extrem nervös aus. Das Gerücht, dass mein König mit einem vielversprechenden Neuankömmling zusammen war, hatte sich in der Gilde wie ein Lauffeuer verbreitet und die Aufmerksamkeit vieler Abenteurer auf sich gezogen. Ich machte mir große Sorgen um sie. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Meister. Nun, ich machte mir Sorgen um sie, bis sie nicht nur eine, sondern jede einzelne Zielscheibe ins Schwarze traf. Während ihre Ohren unaufhörlich zuckten, als mein König ihr zur Belohnung den Kopf tätschelte, brummten die anderen Abenteurer vor Erstaunen. Haha, ihr seid überrascht, was? So begabt ist unser Ephil. Genau wie mein König hatte auch ich von Anfang an sie geglaubt. Fünfter Tag. Heute nahm Ephil all ihren Mut zusammen und senkte ihren Kopf. Vor wem, fragt ihr? Zu Clara, der Wirtin des Gasthauses, in dem mein König und Ephil wohnen. Sie wollte die Mahlzeiten für meinen König mit ihren eigenen Händen zubereiten. Bis jetzt hat sie Claire beim Kochen aus der Ferne zugesehen, was sie offensichtlich auf Ideen gebracht hat. Was für ein bewundernswertes Mädchen sie doch ist. Was Claires Reaktion angeht? Nun, ihre Augen weiteten sich, als sie Ephils Bitte hörte, wahrscheinlich war sie überrascht, wie entschlossen sie klang. Sie willigte jedoch bereitwillig und glücklich ein und bot sogar an, ihr das Kochen beizubringen. Diese Claire ist also eine wirklich tolle Frau. Was, ich? Meine Frau wird immer die einzige für mich sein. 14. Tag. Nachdem sich Ephil an die Unterwerfungsquests gewöhnt hatte, machten wir uns heute auf die Jagd nach größerem Wild. Unser Ziel war dieses Mal der gepanzerte Tiger. Meinem König zufolge war dies eine besondere Aufgabe, die ihm vom Gildenmeister persönlich zugewiesen worden war. Die Formation wird wie üblich sein. Girard und Clotho an der Spitze, Ephil und ich als Unterstützung. Diesmal lassen wir Ephil die neue Bewegung ausprobieren, die sie sich gerade ausgedacht hat. Also Ephil, du aktivierst die verdeckte Aktion und bleibst in Bereitschaft. Sobald du eine Gelegenheit siehst, kannst du zuschlagen. Ja, Meister. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. In letzter Zeit ist Ephil sowohl als Kampfgefährtin als auch als Dienstmädchen verlässlich geworden. Wenn ich mich daran erinnere, wie sie am Anfang war, fühle ich mich ein wenig einsam, aber so ist das nun einmal, wenn sie wachsen. Ich nehme an, ich sollte mich einfach darüber freuen. Und es scheint, als würden sie und mein König ziemlich gut miteinander auskommen, wenn sie allein zusammen sind. Mein König macht sich die Mühe, das Netzwerk zu deaktivieren, also ist es wirklich offensichtlich. Selbst ich wäre nicht so grob, zu spähen oder so etwas, also würde ich hoffen, dass sie mir mehr Vertrauen entgegenbringen. Ach ja, da fällt mir ein, dass ich zufällig meinen König und Ephil unter einem Baum gesehen habe. Moment, mein König, wie lange bist du schon da? Nein, warte, lies es nicht. Das ist mein Geheimnis. Seras Kater. Igitt. Mir brummt der Schädel, was ist das? Ich stöhnte, als ich mit Kopfschmerzen aufwachte,
die sich tief in meinem Schädel zu vergraben schienen. Was habe ich gestern gemacht? Mein Körper fühlte sich extrem träge an. Außerdem war mein Gedächtnis verschwommen, und aus irgendeinem Grund schlief ich in einem mir unbekannten Bett. Ich glaubte mich schwach daran zu erinnern, dass mich jemand getragen hatte, aber ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall wollte ich mich nicht bewegen. In solchen Momenten war es das Beste, wieder einzuschlafen. Doch gerade als ich mich wieder unter meine Bettdecke verkriechen wollte, klopfte es an der Tür. Sera, es ist schon Mittag. Ist es nicht an der Zeit, aufzustehen? Die Stimme gehörte zu Kelvin, der Person, die mich erst am Vortag aus der Dunkelheit gerettet hatte. Er war der erste humanoide Mann, den ich außer Vater kennengelernt hatte, aber er wirkte nicht so barbarisch, wie ich erwartet hatte, nachdem Vater mir gesagt hatte, dass alle Männer Wölfe sind. Darf ich reinkommen? Sicher. In Ordnung, entschuldigt mich. Ah, sieht aus, als hättest du einen Kater. Kater? Wenn ich mich richtig erinnerte, war Kater die einzigartige Krankheit, die durch zu viel Alkoholkonsum verursacht wurde, die Krankheit, an der ich Vater immer leiden sah. Er hatte mir gesagt, ich solle nie trinken, aber... Oh? Ich habe Alkohol getrunken und bin zusammengebrochen. Du erinnerst dich also? Tut mir leid, ich habe dir voreilig etwas angeboten. Nein, ich habe es nur vermutet. Vater war auch so. Vater wurde auch sehr leicht betrunken, obwohl er es liebte zu trinken. Nostalgisch erinnerte ich mich an den Anblick der vier dämonischen Generäle, die verzweifelt versuchten, mit ihm fertig zu werden. Oh, sind Dämonen generell schwach gegenüber Alkohol? Das hätte ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Dämonen ist, aber von meinen Eltern und den vier dämonischen Generälen war nur Vater so. Mutter war sogar ziemlich stark, wenn überhaupt. Dann kommst du also nach deinem Vater. Wie dem auch sei, bitte trinke nie wieder Alkohol. Sicher? Kelvin sah todernst aus, während er seinen Kopf zu mir senkte. Ich hatte das schon einmal gesehen. So sah Viktor aus, wenn er versuchte, Vater im Namen der anderen Angestellten etwas vorzuschlagen. Hatte ich Kelvin gestern etwas angetan? Ich danke dir. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Körper das aushält, wenn das immer wieder passiert. Was? Ach, nichts, ich habe nur mit mir selbst geredet. Viel wichtiger ist, wie geht es dir? Mein Kopf tut weh und mir ist zum Kotzen zumute. Um ehrlich zu sein, es ist das Schlimmste. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern, aber ich hatte das Gefühl, dass ich während des Trinkens eine Menge Spaß gehabt hatte. Wenn ich das jedes Mal erleiden musste, wenn ich trank, sollte ich wohl Kelvins Rat befolgen und es nicht wieder tun. Oh, also sagte Kelvin das, was er sagte, weil er sich Sorgen um mich machte. Wenn das so ist, leg dich wieder hin. Ich werde dich jetzt heilen. Mich heilen? Sonntag. So? Wie gewünscht, legte ich mich auf den Rücken. Kelvin legte seine Handfläche auf meine Stirn. Sie fühlte sich kühl und angenehm an. Als ich meine Augen schloss, sang er etwas. Seltsamerweise wurde meine Stimmung ruhiger und... Ich fühle mich nicht mehr krank. Und meine Kopfschmerzen sind auch weg. Ich habe deine Symptome mit weißer Magie gelindert. Komm schon, Bregf. Nun, es ist jetzt Mittag, denke ich. Jedenfalls hat Efil schon alles vorbereitet, also lass uns runtergehen und essen. Okay. Dein Gesicht sieht immer noch ein bisschen rot aus. Geht es dir gut? Mir? Mir geht's gut. Wirklich. Mir war gerade eingefallen, dass Kelvin der erste Junge in meinem Alter war,
mit dem ich je gesprochen hatte. Gestern war ich kaum in der Lage, darüber nachzudenken, aber mir das jetzt richtig bewusst zu machen, war mir ziemlich peinlich. Aber es war mir nicht unangenehm. Glaube ich. Bist du sicher? Überanstrenge dich nicht, okay? Mir geht's total gut. Komm schon, lass uns loslegen. Ich ergriff Kelvins Hand und eilte hinunter ins Erdgesetzeskepphaus, wo das Essen wartete. Ich war mir noch nicht sicher, was ich genau fühlte, aber es war nicht meine Art, mir darüber Sorgen zu machen. Ich konnte mir jederzeit Sorgen machen, wenn ich wollte. Victor sagte mir, ich solle mir die Welt da draußen ansehen. Also werde ich es jetzt einfach genießen, so gut ich kann. Ephils Morgen. Wie an jedem anderen Morgen wachte ich auf, als die Sonne gerade aufging. Als ich die Augen öffnete, sah ich direkt vor mir das Gesicht meines Meisters, den ich mit jeder Faser meines Seins liebte. Ich wurde wieder einmal daran erinnert, wie gesegnet ich war. Mein Ich von vor einem Monat hätte von solchen Umständen nicht einmal zu träumen gewagt. Guten Morgen, Meister. Wir waren gestern Abend ziemlich spät ins Bett gegangen. Um Meister nicht zu wecken, begrüßte ich ihn mit einem leisen Flüstern. Am liebsten hätte ich weiter in sein schlafendes Gesicht geschaut, aber ich musste das Frühstück vorbereiten. Ich riss mich zusammen, zog meine Dienstmädchenuniform an und ging hinunter in die Küche des Gasthauses. Guten Morgen, Gläsern. Du bist auch gerade aufgestanden, Ephilchan. Dir auch einen guten Morgen. Als ich die Küche betrat, fand ich Gläsern, die bereits mit den Vorbereitungen für das Frühstück der Gäste begonnen hatte. Trotz des Ärgers war sie so großzügig, dass sie mir erlaubte, den Raum zu benutzen, um das Frühstück für den Meister und den Rest meiner Gruppe vorzubereiten. Ich brauchte sie nur einmal zu fragen, und sie hatte sofort zugestimmt und mir sogar das Kochen beigebracht. Ich verdankte ihr so viel, dass ich nicht glaubte, ihr das jemals vollständig zurückzahlen zu können. Als Zeichen meiner Dankbarkeit habe ich immer versucht, in der Taverne auszuhelfen, wann immer ich konnte. Ich hoffe, dass mein kleiner Beitrag ihr in irgendeiner Weise nützlich ist. Sieht aus, als wäre ich ein bisschen zu früh. Guten Morgen, Shirazan. Tut mir leid, Kunde. Wir sind noch mitten in den Vorbereitungen. Während Gläsern und ich uns weiter beschäftigten, kam Shirazan aus seinem Zimmer herunter. Da er erst neulich die Fähigkeit erlangt hatte, seinen Körper zu materialisieren, wohnte er nun in einem eigenen Zimmer im Feenlied, und es wurde beschlossen, dass er in Zukunft mit uns frühstücken würde. Er hatte einen größeren Appetit als der Meister, also machte ich eine größere Portion für ihn. Kein Problem. Ich mache mich dann auf den Weg zu meinem täglichen Morgenspaziergang. Willst du deine Rüstung nicht ablegen? Obwohl er sich selbst materialisiert hatte, beharrte Shirazan darauf, seine Rüstung anzubehalten. Höchstwahrscheinlich hat er darin geschlafen. Findet er sie nicht erdrückend? Für mich ist das mein natürlicher Zustand. Ephil, versuche niemals, einen Blick auf meinen Körper zu werfen, okay? Ja, natürlich. Das werde ich nicht. Der sonst so unbekümmerte M.A. Shira drückte seine Warnung mit einem, wie ich dachte, ernsten Gesicht aus. Shirazan, welches Geheimnis verbirgt dein Körper eigentlich? Wenn mich jemand sieht, sterbe ich vor Scham. Oh mein Gott, du bist so ein Perverser. Das dachte ich zumindest, aber es war doch der übliche Shirazan. Gläsern schaute zur Wand und schien ihr Lachen zu unterdrücken. Obwohl seine Erklärung umständlich war, war Shirazan anscheinend einfach peinlich berührt. Nachdem er gesagt hatte, was er sagen wollte, machte er sich zügig auf den Weg zu seinem Spaziergang. Was für ein sorgloser Mensch er doch ist. Ephil, guten Morgen.
Guten Morgen, Serasan. Einige Minuten nachdem Shirasan gegangen war, war Serasan an der Reihe, aufzuwachen. Gestern hatte sie bis mittags geschlafen, weil sie an einem Kater litt, aber heute war sie sehr früh wach. Ich bin immer noch nicht in Topform. Weil ich so lange geschlafen habe, will sich mein Körper nicht so bewegen, wie ich es ihm sage. Weißt du, was ich meine? Serasan war unsere jüngste Kammeradin, die erst vor 2 Tagen in die Fußstapfen des Meisters getreten war. Ich kannte ihre Essensvorlieben und ihren Tagesrhythmus noch nicht, also musste ich das alles so schnell wie möglich bestätigen. Schließlich gehörte es zu den grundlegenden Aufgaben eines Dienstmädchens, dafür zu sorgen, dass alle ihren Tag in Ruhe genießen konnten. Serasan, gibt es etwas Bestimmtes, das Sie essen möchten? Ich kann alles essen und ich mag alles. Mein Vater hat mir beigebracht, dass es nicht gut ist, beim Essen wählerisch zu sein. Ich achte auch darauf, dass ich richtig kaue, bevor ich schlucke. Serasan ist ein wunderbarer Mensch. Also, wo ist mein Memo? Davon abgesehen, scheint sie heute gute Laune zu haben. Ist etwas Gutes passiert? Mir schien, dass sie heute noch strahlender aussah als gestern. Efilchan, ist es nicht an der Zeit? Kleesong Ermahnung kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Oh nein, so geht das nicht. Es ist fast Zeit, den Meister zu wecken. Ich beeilte mich, das Frühstück für alle an unseren üblichen Tisch zu stellen, und drehte mich um zurück in unser Zimmer zu gehen. Was ist los? Ich muss Meister aufwecken. Ich darf mich nicht einmal um eine Sekunde verspäten. Weckst du Kelvin? Ich komme mit. Nachdem er mit einem kräftigen Schlag auf den Kopf geweckt worden war, bestrafte der Meister Serasan, indem er ihr das Frühstück wegnahm. Obwohl dies ein gewöhnlicher Anblick war, hatte ich das Gefühl, dass auch der heutige Tag voller Überraschungen und Aufregung sein würde. Altgediente Abenteurer im Sangria-Wald. Einige Tage. Nachdem Kelvin und seine Gruppe den Dämon zur Strecke gebracht hatten, versammelten sich 4 sehr muskulös gebaute Männer vor dem von ewiger Dunkelheit beherrschten Wald, einem Ort, dem sich niemand, der seine Identität kannte, freiwillig nähern würde. Wir sind endlich angekommen, Anführer. Dies ist der schwierigste Kerker in der Umgebung von Parz, der Sangria-Wald. Verdammt, ich werde langsam nervös. Reißt euch zusammen, Leute. Wir sind hierher gekommen, um Rang B anzustreben. Veteranen wie wir können nicht länger den jungen Leuten wie Kelvin und Efil den Vortritt lassen, oder? Diese Worte scheinen wirklich Gewicht zu haben, wenn sie von jemandem kommen, der Frau und Kinder hat, Anführer. Die Gruppe, die in diesem seltsam aufgeregten Zustand im Sangria-Wald eingetroffen war, waren die repräsentativen Veteranen von Parz. Der Abenteurer Uldi und seine Gruppe, Rang C. Angeführt von Uldi, einem Panzer, war dies eine sehr ausgewogene Gruppe von Macho-Männern, zu der auch ein Schwertkämpfer, ein Bogenschütze und ein Magier gehörten. Aus irgendeinem Grund waren sogar der Bogenschütze und der Magier unglaublich muskulös, aber das machte nichts, die Gruppe war immer noch sehr ausgeglichen. Wenn man ein einziges Manko nennen sollte, dann wäre es wohl das Fehlen der Berührung durch ein Mitglied des schönen Geschlechts. Laut Angechan wurde der Boss dieses Ortes bereits von Kelvin und seiner Gruppe besiegt. Mit anderen Worten, die Laichrate von Monstern in diesem Verlies sollte ziemlich niedrig sein, was es zu einem perfekten Trainingsgebiet für uns macht. Anführer, wir wollen doch Kelvin besiegen, oder? Aber reiten wir nicht gerade auf seinem Schoß? Und was ist daran falsch? Als Abenteurer sollten wir uns immer zuerst um uns selbst kümmern. Passt auf, wir haben Gesellschaft. Ulde starrte die beiden Monster an, die sich im Wald herumgetrieben hatten.
Es handelte sich um einen Blutpilz, ein pflanzenartiges Monster des Rains B und eine Totenkopfhonigbiene, die ebenfalls den gleichen Rang besaß. Seid ihr bereit? Ja, Anführer. Ja, Anführer. Ja, Anführer. Die vier Männer tauschten schnell ihre Bestätigungen durch Blickkontakt aus und verteilten sich, um die für ihre jeweilige Rolle am besten geeigneten Positionen einzunehmen. Gerade als sie mit dem Umzug fertig waren. HMPF. Doppelter Feuerball. Ohne Verzögerung flogen Präventivangriffe in Form von einem Pfeil und zwei Feuerbällen. Der Pfeil, der leichter zu zielen war, wurde auf den kniehohen Blutpilz geschossen. Die beiden Feuerbälle, die der Magier beschwor, zielten auf die kleine Totenkopfhonigbiene. Der Pfeil fand erfolgreich sein Ziel, aber die Totenkopfhonigbiene konnte dank ihrer Erkennungsfähigkeit beiden Feuerbällen geschickt ausweichen. Tut mir leid. Ich habe den Käfer verfehlt. Kein Problem. Ich kümmere mich um ihn. Dann nehme ich den Monsterpilz O. Zur gleichen Zeit, als Ulde sich der Totenkopfhonigbiene näherte, gaben die Beine des Schwertkämpfers, der gerade auf den Blutpilz einschlagen wollte, nach. Gift war die einzige Erklärung. Blutpilze bewegen sich zwar langsam, aber sie haben die Fähigkeit, giftige Sporen freizusetzen, die langsam HP-Schaden verursachen und jedes Mal, wenn sie körperlichen Schaden erleiden, lähmen. Die mikroskopisch kleinen Sporen waren kaum zu bemerken und blieben in der Luft hängen, nur um ahnungslose Opfer zu überraschen. TCH. Ich kümmere mich selbst um die Biene, also ihr zwei, gebt ihm Rückendeckung. Ja, Anführer. Ja, Anführer. Noch während er seine Befehle bellte, holte Ulde mit seiner Waffe zu einem kräftigen Schlag aus. Doch er erreichte nicht einmal annähernd das Ziel, die geschickte Totenkopfhonigbiene zu verletzen. Im Gegenzug schoss das Ungeheuer einen giftigen Stachel wie eine Rakete heraus, der sich tief in Ulds Haut bohrte. Verflucht! Das hier benutzt auch Gift. Verdammt, diese Tränke sind nicht billig. Ulde zog schnell einen der schnell wirkenden Gegengifttränke aus seinem Gürtel, schluckte ihn herunter und starrte seinen Gegner an. Sie hatten erst einen Schritt in den Kerker getan, und dies war erst ihr erster Kampf auf dem Weg zum Rang B. Eine Stunde später. Wir haben sie endlich getötet. Ha, seid ihr in Ordnung? Ich bin tot. Ich bin tot. Das werte ich dann mal als, ja. Nachdem der heftige Schlagabtausch vorbei war, zogen sich Ulde und die anderen sofort zurück und brachen auf der offenen Wiese vor dem Verlies zusammen. Sie hatten zwar einen Sieg errungen, aber diese eine Begegnung hatte sie sehr erschöpft, nicht nur körperlich, sondern auch in Bezug auf die verbrauchten Verbrauchsmaterialien. Die 6 HP-Tränke, 2 MP-Tränke, 5 Gegengifte und verschiedene andere Gegenstände, die sie verbraucht hatten, waren keineswegs umsonst. Nach dem, was ich gehört habe, kann Efilchan mehrere dieser Kreaturen ganz allein töten. Außerdem braucht sie für jede von ihnen nur einen Pfeil. Ah, das habe ich auch gehört. Wenn man von der Übungsstunde in der Gilde ausgeht, wissen die Monster, die sie tötet, wahrscheinlich nicht einmal, warum sie gestorben sind. Außerdem hat sie eine unglaubliche Reichweite. Die vier Männer seufzten alle unisono. Auch wenn sie so ein süßes Gesicht hat. Ich glaube, die Zeit der Muskeln ist wirklich vorbei, oder? Nein, wir sind einfach noch zu grün. Wir müssen uns ein Beispiel an Gerardo nur nehmen. Es sollte noch eine ganze Weile dauern, bis Uldi und seine Kameraden endlich zu Abenteurern des Rains B wurden.